Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind jetzt wieder zurückgekehrt auf, also nach Für von zu Fern Harbor. Und ja, wir werden die Quest weiter... Was? Nach Arcadia geschafft. Da braucht man Mut. Oh, danke, ja. Wieso ist das selten? Ich bin ziemlich geil. Danke. War nicht so schlimm. Ist das selten? Dass jemand allein nach Arcadia geht? Verdammt, ja. Im Nebel treiben sich jede Menge fieser Biester rum. Die meisten Leute hocken lieber hinter dem Rumpf. Aber du nicht. Jo, dann danke, ne? Glaub mir, sowas sag ich nur, wenn's angebracht ist. Du hast mehr Rückgrat als die meisten Leute hier. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich habe keinen Bock zu warten, dass hier irgendwas Interessantes passiert. Ich werde schließlich auch nicht jünger. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich kenne die Insel. Ich weiß, was im Nebel ist und wie man damit fertig wird. Lass mich mitkommen. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Zeige dir, was du wissen musst. Und du musst nicht mehr allein trinken. Oh, danke. Bist du dir sicher? Vielleicht später. Komm mit mir. Nein, danke. Bist du dir sicher? Das wird bestimmt kein Spaziergang. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss vor Langeweile sterben. Okay. Ist lieb von dir, aber wir brauchen Ada leider. Sie kann mehr schleppen, weißt Nein, du? Danke. Naja, wenn du es dir anders überlegst, ich bin hier. Ja, gern. Ich danke dir. Ich brauche leider Ada mit. Sie kann mehr schleppen. Es tut mir sehr leid. Ich brauche Licht auch. Was? Ja, der Nibble Champer eh gleich ab, die arme Sau. So, ja, dann sind wir nochmal hier, ne? Die Werkzeuge, die du gefunden hast, sind echt gut. Ich hab da so eine Idee. Vor langer Zeit ist ein Frachter gesunken. Im Süden. Mit einem Schweißgerät und Muskelkraft. Könnte man den Rumpf verstärken. Ihn stabiler machen. Am besten bald. Also, schnellstmöglich. Schon klar. Warum so bald? Guter Plan. Kinderspiel klingt übertrieben. Nö, fragen wir doch blöd weiter, warum oder? Ist das so bald geschehen? Das geht dich nichts an. Der Rumpf muss einfach repariert werden. Ich hab dir geholfen. Guter Plan. Kinderspiel klingt übertrieben. Na, ich hab geholfen. Schon. Außer mir hilft dir kaum jemand. Warum also der Zeitdruck? Gut. Gut. Doc Teddy. Tja, ich habe eine Krankheit. Tödlich. Unheilbar. Schwierige Sache. Wenn ich die lange Reise antrete, gibt es niemanden, der den Rumpf instand halten kann. Es wäre also gut, ihn vorher zu reparieren. Mhm, verstehe. Nicht behandelbar, sprachlos. Hilfe anbieten, zu viele Informationen. Vielleicht kann ich dir kann helfen. Ich kann mir kaum vorstellen, was du durchmachst. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe darüber schon so manche Träne vergossen. Aber wir müssen uns noch um vieles kümmern. Das Schiff ist die MS Azalea. Rechne mit Fallenstellern. Wenn du sie erledigt hast, schicke ich meine Crew rüber. Viel Glück. Jawohl, mach mal. Rumpfdurchbruch 2. Vernichte die Fallensteller bei der MS Azalea. Und ich hören kann. Also, pass auf. Du bist, Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel, nicht deine. Alter, ich klatsche dir gleich eine. Du willst keine Hilfe? Will keinen Streit, wollte nur helfen. Hab euch den Arsch gerettet. Na, ich wollte eigentlich nur helfen. Ich wollte nur helfen? Hilfe von anderen macht dich schwach. Man braucht sie mehr und mehr, bis man ohne sie verhungert. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbor-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Wenn du handeln willst, dann mach das. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt, bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Kinder des Atoms? Vielleicht. Handeln, kein Interesse. Na, zeig handeln. Mal, was du da hast. Handeln wir. Die Patronen hätte ich ja gern. Jetzt habe ich nur dummerweise vergessen, wie die bei meinem Dingens heißen. Warte kurz. Kann man das nachsehen? Nachschauen? Also eher die Waffen. Kann ich da normal schon, ne? Gussgewehr hat EZ 2 mm. Okay. Also EZ 2 mm Munition.
EZ 2mm, EZ 2mm hat er nicht. Hat er überhaupt nicht. Schade. Schade, das ist schade. Schade, schade. Na gut, dann Pfirti. Interessiert mich nicht. Dann gehen wir darüber. Hallo, meine der Gute. Was? Vor langer Zeit geholt. Jetzt sind sie verrückt und leere Höhlen. Dann ist es vorbei. Endlich vorbei. All die Toten, all die Schuld. Endlich beglichen. Und es war niemand aus Farhaber, der sich der Insel stellte und die Daltons rächte. Das warst du. Jemand Fremdes. Ein Festlandbewohner. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Die Geschichte ist zu Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Danke. Bitte, kein Dank nötig. Warum bleiben? Froh, dass es vorbei ist. Hab gern geholfen. Meine Bezahlung. Na, hab gern geholfen. Hoffentlich bist du jetzt beruhigt. Das konntest du. Jede gute Geschichte braucht ein Happy End. Oder? Der Held findet den Schatz, rettet den Liebling und reitet in den Sonnenuntergang. Naja, ich bin etwas zu alt, um mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber ich habe sowas Ähnliches wie einen Schatz. Das ist ein Erbstück. Es gehört meiner Familie schon. Lass mich nachdenken. Mindestens eine oder zwei Generationen. Es gibt keine Daltons mehr, die das Ding erben könnten. Also kann ich es auch dir überlassen. Die Insel kennt diese Waffe. Oh ja. Wenn du sie bei dir hast, wird dich die Insel ernst nehmen. Das war's. Das ist das Ende. Jetzt kann ich ruhig schlafen, denn es wird nichts Unvollendetes geben, wenn ich sterbe. Dann mal los. Meine Geschichte ist vorbei, aber deine? Ich glaube, die wird gerade erst interessant. Danke. Aderlasser. Aha. Ziele bluten und erleiden 25%, also 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Ein schöner Haken. Ja, wunderprächtig. Dankeschön. Danke. Ja. Nun, was als nächstes tun? Ich würde sagen, wir schauen einfach wieder in die Questlog rein. Oh, der Rumpfdurchbruch. Ja, wo du hingehörst. Sprich mit dem Anführer von Arcadia. Ein Leben am Abgrund. Hilf der Seefahrerin. Okay, noch zuerst das machen. Also, vernichte die Fallensteller bei der MS Azalea. Mach mal gern. Mach mal doch gern. Immer nur glübschen, wo die Deppen denn sind. Ne? Da unten? Ja. Wo können wir uns hinborden? Ja, die Windparkwartung. Die wird sich gut anbieten. Dann gehen wir doch gleich, also borden wir uns gleich dorthin, ne? So. Ja. Aha, okay, diese Viecher sind Salamander. Aha, gewesen. Ja, hätte ich drauf kommen können. Habe ich es gesagt? Habe ich es vermutet? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Nein, nein. So, okay, die Richtung stimmt. Und dann marschieren wir los, ne? Hoi, Deka. Hoi, Deka. Hoi, hoi, hoi. Boah, langsam. Nicht so stürmisch. Wumms. So, jetzt kannst du Astern. Keine Astern. Jetzt kannst du da eigentlich dorthin laufen tun. Sind wir noch richtig? Ja, wir sind noch richtig. So, lalila, 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 lalila. Lalila, 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 la. Lalila, lalila, la, la. So, hüpf. So, jawohl, weiter geht's. So. So, und so. Zack. Tap, 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 tap. So. Aha. Das hier war mal scheinbar ein sehr stark besuchter Strand, weil es hier gar so viele Griller gibt. Also da hat man scheinbar immer seinen Urlaub hier verbracht. So, ich glaube, wir sind in der Nähe, ne? Ja, ein Stückchen noch. Hui.
Es wäre gut gewesen, hier rauf zu kommen, ne? Von oben zu hüpfen. Hoi, Dekar! Da hinten ist ein Salamanderviech, oder? Na, ein Angler ist das. Ah, der Sch... Aber na. Hat er gerade mit irgendwas... Hat er mich gerade angespuckt mit, oder abgeworfen? Du grausliches Viech, du... Jo, geht. Kann man lassen. Ruck, ruck. Dam, dararam, bam, bam, baram, babam. Dararam, dam, bam, baram, babam. Dil, dil, dudel, dudel, dil, dam. Bim, baram, bam, bam. Ich hab vergessen, mir fällt gerade ein, ich hab vergessen, einen Skillpunkt zu geben, ne? Wartet kurz. Die ist versunken. Wow. Yep, da hast du recht. Ich wollte gerade einen Skillpunkt vergeben, aber daraus wird jetzt momentan nichts. Ja. Yeah. Den haben wir schon mal erwischt, das ist gut. Jetzt nicht mehr, aber gerade vorhin. Was? Da ist auch jemand. Hallo. Edda, mach mal, ne? Du schaffst das. Was? Hallo, hallo. Gehört sich das? Wo schießt du hin? So muss das ausschauen. Der ist schon mal erledigt. Jawohl, abgeschlossen. Sehr gut. Trotzdem höre ich da noch immer Schüsse, ne? Irgendwer... Halt, das war verkehrt. Irgendwer ballert da noch, ne? Ah, hier falle ich runter. Das ist ganz logisch. Was? Du? Wer bist denn du? Ich häng da fest, ne? Ja, super. Jetzt aber. Was willst denn du? Au. Ich sollte mal was zu mir nehmen. Würdest du bitte... Endlich abnippeln. Danke. Nur bei 90 Schuss, dann ist die Waffe unbrauchbar. Befestigt Kampfrüstung, rechtes Bein. Ich habe mich noch kurzerhand dafür entschieden, dass ich die Roboterrüstung anbehalte, weil die hat schon Taschen und alles. Ne? Scheiß der Hund drauf. Und gegen so viele Viecher müssen wir eh nicht kämpfen. Beziehungsweise. Au! Beziehungsweise kriegen wir die so auch klein. Hier. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Da ist wer. Servus. Was war denn das jetzt, du Idiot? Da drüben ist noch so ein Gradler. Ja, geht ja. So. Und da ich halt eh nicht wirklich Munition für diese Waffe krieg, dachte ich mir, ich verbrauche die jetzt einfach mal und gut. Bäm. Hoi, Rekha. Was ist das? Noch so ein Gradler? Bitte, stirb. Geht ja. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. Na, nicht das. Das nicht. So. Da gibt es noch mehr von diesen Deppen. So, wo ist der Chef gewesen? Da, du. Eine Raider-Bauerrüstung. Aha. Rar. Was? Hm. Keine Ahnung, wo der her... Ah, da. Kommt noch seiner. Ah, toll, hat das hingehauen. So. Aber jetzt, ha? Jawohl. Hm. Ups. Da hat er doch glatt seinen Kopf verloren. So, was haben wir hier noch? Schöne Vorräte. So, bababababam. Bababababam. Bababam. Nehmen wir alles gerne mit. Ich bin schon wieder überladen. Hör auf. Ja, weil ich jetzt eine Waffe mehr mit habe. Schon mal aus
dem Grund, für den Fall, dass wir diese Waffe nicht benutzen können, habe ich mir erlaubt, noch ein Scharfschützengewehr mitzunehmen. Jo, Edda, gut, dass du da bist. Warte mal kurz. Du kriegst jetzt ein paar Sachen. Ja, bitte. So. So und so. Und genau, den habe ich behalten, weil wir eben über 1000 Schuss haben. Und mit Vergiften und so eventuell können wir da recht gut Damage draus machen. Also bekommen, tun, machen, tun. Ich, die eine habe jetzt mal weggetan, dass wir ein bisschen mehr dran können. Warte kurz. Ja. So, circa in etwa habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt. So. Dann haben wir noch Schrott. Schrott. Das kannst du bitte alles schleppen, meine gute Edda. Ich danke dir. Oh, Maria, die Mod habe ich vergessen wegzutun. Entschuldigung. So. Gehen wir mal runter. Da ist ja jemand. Hallo. Boom. Und? Was? Wo? Wo ist der hin? Ein Bäcker? Da drüben irgendwo, ja. Da drüben ist auch einer. Das sind etliche. Wow. Hallo, hallo. Ist das eine freundliche Begrüßung? Nein. Ist das nicht. So. Unhöflich, wirklich. Das würde mich sogar freuen, ja? Jawohl, voll erwischt. Muaha. Geilo. Das mit 45%iger Trefferchance. So circa in etwa. Na nü, ich will den Eimer haben. Angel, so. Jo, ich sehe den Nebel eigentlich. Ja, ist alles voll. Also wie kann man den jetzt sehen? Aber die Frage ist, ob du den Nebel sehen kannst. Boah, da ist so viel Gerümpel, ne? Yeah! Wo ballert da jemand? Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, Edda macht das schon. Genau, mitten auf dem Billardtisch eine Kerze hinstellen. Ganz schlau. Da kann man dann super Billard spielen. Ganz besonders schlau. Ja, die Edda macht es schon. Da war scheinbar eine Katze oder so daheim. Wahrscheinlich ist sie dann ersoffen. Ich habe nicht mal Ahnung, wo die sind. Schau mal dann hier rauf. Da ist er ja. Hallo, Trottel. Geht ja. So, ist jetzt mal Ruhe hier. Die nehmen wir mit, ist ja wurscht. Die eine Rüstung nehmen wir mit. So. Was haben wir hier noch Tolles? Nichts mehr, dann haben wir schon. So, ein Eimerlein. Was? Ja, natürlich. Was? Seesack. Ein Seesack. Da ist noch mehr. Gehen wir mal darüber. Leben sollte aber keiner mehr, oder? Tatsächlich lebt da noch jemand. Zumindest bilde ich mir gerade ein, Schüsse gehört zu haben. Ja. Ja. Ist doch gescheit. Da ist viel drin gewesen. Haben wir hier noch Schönes? So. Ah, jetzt ist die Musik mal aus. Das ist ja auch angenehm.
So. Fein. Sind wir denn hier jetzt eigentlich schon mal fertig? Beziehungsweise da den Schrott müssen wir noch einsammeln. Wissen nicht, aber können wir. So. Ja. Meistens ist... Also meistens nicht, aber es könnte auch sein, dass hier vielleicht ein Safe unter dem Müllberg hier versteckt ist. Oder wie hier eine Kiste. Mit tollen Sachen drinnen. Wie Munition und so. Das wäre schade, wenn das liegen bleiben würde. Was planscht da hinten rum? Ups. Nix, oder? So, sind wir hier jetzt fertig. Schaut gut aus. Dann porten wir zurück. Ich gehe jetzt nicht alles suchen. So. Sicher nicht. Wir gehen jetzt Bericht erstatten, ist schlauer. Weil sonst brauchen wir da, ich brauche das sonst ewig. Und wie gesagt, schrottmäßig haben wir mehr als genug. Also wenn wir die ganzen Sachen von den anderen Siedlungen noch zusammentragen, pff, können wir, glaube ich, die Vault 88 zweimal bauen oder was. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Wie gesagt, das wird dann unser, ja, ich denke schon, das wird unser letztes großes Bauprojekt sein, denke ich mal. Das ist dann eh unser größtes Bauprojekt. Da haben wir gleich eine eigene Vault hingezimmert. Jo. Und bis wir soweit sind, sammeln wir noch fleißigst Schrott ein und erfüllen ein paar Quests. Wenn ich jetzt wüsste, ah, da hinter mir war sie. Entschuldigung. Hallo. Die MS Azelia ist bereit. Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Also, ich habe außer dem Doc niemandem von meinem Leiden erzählt. Wenn dein Angebot noch gilt, könnte ich einen Rat gebrauchen. Ich habe dran gedacht zu verschwinden, wenn der Rum fertig ist, mitten in der Nacht. Aber so sehr mich diese undankbaren Typen auch in den Wahnsinn treiben... Ach, meine Güte, ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles überhaupt erzählt habe. Hör auf dein Herz. Stadt mit Würde verlassen, bei Freunden bleiben, Leben nach deinen Entscheidungen beenden. Hör auf dein Herz. Eine schwere Entscheidung. Wenn du auf dein Herz hörst, weißt du bestimmt, was zu tun ist. Wenn man die Gewissheit hat, dass die Tage gezählt sind, Klarheit. Tja, ich habe sie noch nicht gefunden. Ich werde weitersuchen. Und jetzt geh. Ich muss arbeiten. Na toll. Kann mir mal einer erklären, warum sie die Stützbalken, die aus Holz sind, schmeißt? Unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen. Hilfst du uns dennoch immer wieder? Verrat es mir. Warum tust du das? Weil ich einfach ein netter Mensch bin. Ist das wichtig? Wegen der Kronkorken. Ihr seid gute Leute. Will aufhören. Na, ihr seid gute Leute. Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Was? Willst du als Bürgermeister kandidieren? Falls ja, dann haben wir dich nicht verdient. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns einen Kanten Brot verkauften. Aber es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrigsten Esel überzeugen kannst. Warum so feindselig? Erzähl mir mehr. Meinung ändern. Kein Interesse. Ja, warum so feindselig? Sind einige Haberbewohner Fremden gegenüber so feindselig? Die meisten Bewohner dieses Felsens glauben, dass Gott ihnen das Recht gegeben hat, hier zu leben. Ich sehe das. Aha. Wer das Zeug hat, hier zu überleben, der hat sich seinen Platz verdient. Ja, das glaube ich auch. Erzähl mir mehr, freilich, erzähl mir mehr. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte. Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder den Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Na großartig. Wird das denn funktionieren? Wieso mir helfen? Bereit zur Legende zu werden? Weiß nicht. Wird das denn funktionieren? Ja, anscheinend schon, ne? Wenn das die Legenden sagen. Traditionen waren, Traditionen am Laufen halten, was? Ist bei sehr vielen Menschen unglaublich beliebt. Wieso hilfst du mir? Meine Aufgabe ist es, Menschen zu heilen. Und nicht nur von körperlichen Wunden.
Die Insel steckt in mehr Schwierigkeiten denn je. Und du könntest eventuell die Heilung sein, die wir brauchen. Mhm. Na dann, Doc, wird das überhaupt funktionieren? Tanz veranstalten. Wird das Ihre Meinung wirklich beeinflussen? Niemand auf der Insel hat den Tanz je miterlebt. Manche glauben, die Tradition sei tot. Aber seine Geschichte ist Teil dieser Insel. Tu es, dann wird man garantiert auf dich aufmerksam. Na, großartig. Na dann, okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit, zur Legende zu werden. Echt jetzt? Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmets Causeway. Ein tückischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann wartest du. Ich sorge dafür, dass ein oder zwei Zeugen auftauchen. Das wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass du dazugehörst. Danke. Ja. Schade um das Stück Fleisch. Na gut, Daddy Wright. Großartig. Ich würde sagen, ich esse mal wieder was. Ich bin schon leicht angeschlagen, warte. Aber wir essen was Besonderes. Ein Leben am Abgrund. Abgeschlossen. Gut, wir essen aber was Besonderes, weil wir sind schon ziemlich radioaktiv verseucht. Deshalb gibt es heute köstliche Mutanten-Hundekeule. Da werden wir so mal schauen, ob wir voll werden. Ah, allzu viel Radioaktivität geht nicht weg. Da können wir vielleicht noch eine Keule vertragen. Wo bist du? Da, eine nehmen wir noch. So. Ja, ein bisschen was ist zurückgegangen. Ist ja nicht so schlecht. Passt. Halleluja, Maracuja, sag ich mal, ne? Speichern wäre auch nicht schlecht. Das können wir, glaube ich, mal machen. So. Wo müssen wir denn da jetzt genau hin? Oder zumindest halb genau. Ja, Arcadia, machen wir später. Nein, wo ist denn dort? Hier. Hä? Achso, ich müsste die Quest vielleicht mal... ja, Entschuldigung. Ich lasse die da mal weg. Karte. So, jetzt aber. Wohin? Daher. Aha, können wir in der Nähe irgendwie... Ja, zumindest da oben, ne? Die Gerberei. Na gut, dann bohren wir uns mal dorthin. Und dann gehen wir halt die Meyerlurk-Königin in den Arsch treten, ne? Oder was auch immer dort herumkrebst. Ja. Das Spiel hier steht unglaublich auf Meyerlurk-Königinnen, ne? Aber die schlimmste war bisher die Nuka-Cola-Verseuchte, ne? Also Nuka-Quantum-Verseuchte, so muss ich sagen. Warte kurz. Den Skillpunkt habe ich immer noch nicht vergeben. Und zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich habe keine Ahnung, wohin damit. aber ich glaube, Stimpaks und Redaway wirken sehr viel schneller. Ich glaube, sowas wäre jetzt echt gut. Glaube ich. Nehmen wir es einfach. Nicht lange fackeln, ich nehme es jetzt einfach. Annehmen. Pschiu. Wir haben hier bald wieder Level Up. Das nächste. So, bin ich da jetzt richtig? Richtung, richtig. Gut. Dann gehen wir es an. Wir haben... Oh, ich kann nachladen. Wo haben wir die Munition her? Schön. Passt, gefällt mir. Ist gut. Jo. Sind wir richtig? Ja. Ist Licht da? Ja, Licht ist da. Oh. Supermutant. Na gut, geht nicht. Ist klar. Edda? Hilf ihm mal, Süße. Ich hätte ihn nicht angreifen sollen. Der erste ist schon mal erledigt. Bitte was? Okay, der ist schon mal weg. Oh.
Nanü? Bitte entschuldigen Sie. Ich habe sie verloren. Aber der ist schon mal weg. Ah! Der ist auch weg. Sind alle weg? Ich glaube ja. Das hört sich jetzt aber gerade gar nicht gut an. Ist das Gewitter? Das könnte Gewitter sein, ne? Wurscht. Ich finde sie gerade nicht mehr an zum Looten. Ich laufe jetzt einfach weiter. Haben wir Licht? Ja. Es ist so dunkel, dass ich mit dem Licht schon fast nichts sehen tue. So ein schönes Wetter. Was gibt's denn Schöneres? So, da, 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 ram, bida, ram, ba, ba, ra, 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 di, da, da, dam. Düdüdü? Sind wir schon da? Nein. Hoi, de ka! Ja, yeah, Blutblatt. Ah ja, Fusionskern im Arsch, oder wie? Ja, freilich. Dann ist schon der nächste nachgeladen. Boah, das schaut alles so unheimlich aus, oder? Ganz ehrlich, da könntest volle Hütten ein Resident Evil draus machen, oder? So wie es da ausschaut. Nebel und schier und irgendwie der Wische den cool nicht. Super. Grandios. Da ist noch einer. Bäh. Hallo, hallo? Gehört sich das? Nein! Au! Meine Güte! Immer diese Unmöglichkeit. Bist jetzt fertig. Gehst einmal in ein Haus rein, willst guten Tag sagen und schon wirst verhaut. Ist ja einfach nur unglaublich. So. Was wird denn da hinten schon wieder umgeballert? Ich werde es mir dabei nicht anschauen. Ein Angler. Was? Legendärer Angler. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Edda, dein Auftritt bitte. Bam, 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 bam. Wow. Hallo, hallo. Bam, bam. Aua, aua. Was, Albino? Oh mein Gott. Oh, halt, na, nicht so viel. Du sollst nicht so viele Stimpacks trinken. Spitzen. Bist jetzt bald mal hin, du Saufig. Was geht denn mit dir ab, du Schirchs? Das ist ja unglaublich, ist das. So. Jetzt will der weglaufen, sicher nicht. Wie viele sind da jetzt noch? Der Legendäre muss mal weg. Der geht schon leichter. Sind die nicht immer so schlimm? Why? Super, meine ganze Munition verballert. Wow. Hallo. So, ist jetzt Ruhe? Ich glaube, jetzt ist Ruhe. Pff. Danke, Edda. Sie ist beschädigt, glaube ich. Das wundert mich auch überhaupt nicht bei diesem Angriff hier. Ich will looten. Des Killers Gussgewehr verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Aha. Okay. Was haben wir da? Bin schon überladen. Ich merk's direkt. Werfen Sie einen Blick darauf. So, du kannst haben. Das, 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 das. Dieses.
Das will ich haben noch. Na. Dann hier. Das passt. So. Klar. Einer meiner Power-Rüstungsteile ist wieder im Arsch. Ja. Ist wieder kaputt. Geht da noch irgendwas? Döschen? Irgendwas? Na. Edda ist voll wie ein Christbaum. Trotzdem, Dankeschön fürs Schleppen helfen. So, ich habe keine Ahnung, wo die anderen hin sind. Drei? Da müssten doch mehr gewesen sein. Naja, scheiß der Hund drauf. Keine Zeit für sowas. Heureka! Das heißt hier rüber, ne? Pff. Die Fäule eventuell nehmen wir noch mit. Nachladen wäre auch gut. Wir haben nicht ein bisschen was bekommen. Ich spiele so ein Anglergrüppel. Das schaut ja auch sehr verdächtig aus, aber es ist scheinbar keiner. Da ist ein Mast. Das ist eine Blume. Köderkraut. Aha. Oh oh. Es hat uns entdeckt. Natürlich ist es wieder legendär. Und wieder mal treffe ich nichts. Ist das Edda? Ich glaube, das ist gerade Edda. Bam, bam, bam. Ich bin leer gleich. Bam, der letzte Schuss. Ich brauche eine neue Waffe. So, wer macht das Rennen? Ich würde sagen, du. So. Vielleicht haben wir ja die Chance, ihn zu vergiften. Oh, Madonna. Schirm, 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 Schirm. 20 Schuss. Oh, das geht. So, der ist mal weg. Ich nehme mal ein Steampack. Der da hinten ist weit weg. Und wo ist der Legendäre hin? Die feige Nudel? Ja, ja, spuck ihn nur an. Bäm! Das ist noch so ein Gratler. Giftiger Angler. Mhm. Na, schirm, 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 schirm. Toll, die macht nicht viel Damage. Ich hatte gehofft, dass er echt vergiftet wird, aber na, 100 Schaden ist halt echt nicht viel. Aber zum Wegballern für das Zeug geht schon. Edda? Ich glaube, ich muss Edda wiederbeleben. Hier drüben. Komm, meine Gute, ich brauche deine Hilfe. Das macht echt nicht viel Schaden. Ich dachte, wenn wir schon so viel Muni haben. Wäre schon bald besser. Au! Na, was tust du? Das bringt sie nichts. Bam, 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 bam. Ja, natürlich. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Sehr gut. Nehmen wir mit. Erschüttert. Jagdgewehr. Chance auf Taumeln bei Treffer. Okay. Auch schon wieder fast 1000 Schuss bei dem Zeugs. Krasses Pferd. Du bist auch noch? Ja. So, wo müssen wir hin? Da. Jo, mit der Buffen werde ich nicht weit kommen, ne? Bei der Meierlöck-Königin. Da muss ich dann auf Edda setzen. Und speichern wäre auch mal nicht schlecht. Weil wir doch schon so weit sind. Und ein Steampack wäre auch nicht schlecht. Wusch! Und voll sind wir. Zack, zack, zack. Sind wir jetzt bald mal da? Ah.
Zack, 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 zack. Nehmen wir gleich alles mit von dem Klumpi. So. Heureka, Heureka, Heureka. Wow, ich tauche ab. Warte mal. Vielleicht geht es irgendwie besser, wenn wir wieder... Wenn wir an Land laufen können, wäre sicher schlauer. Oh je, der Part ist zu Ende. Na gut, dann ist die Meierlord-Königin eben nächstes Mal dran. Ich pack mich mal hierher. So, na gut. Oh, wen haben wir denn da? Dudi. Das schauen wir uns auch beim nächsten Mal an. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.